So, ich habe jetzt da die App Sketchverse installiert. Ich habe hier einen Booster ja gekauft mit zwei Sketchkarten. Ich schaue mir jetzt gerade diese App an. Scheinbar kann man hier mit den Karten spielen. Neuer Spieler. Also ich bin ein neuer Spieler. Ich spiele das hier zum ersten Mal. Drücken wir mal auf Neuer Spieler. Sketchverse. Okay, was müssen wir jetzt? Probieren wir mal, wenn wir hier drücken. Okay, hier malt der über diese Figur, über den Wikinger drüber. Also es ist wie ein Rubbellos. Man kann hier was frei rubbeln. Ich rubbel hier mal ein bisschen. Scratche die Karte und befreie den Helden von dem Fluch. Okay, rubbeln wir hier noch ein bisschen. Okay, jetzt sollten wir eigentlich bald fertig sein. Ah, und jetzt haben wir hier eine Online-Karte. Dein erster Held. Hier. Okay, schaut recht cool aus. Also wir haben jetzt eine Online-Karte. Das ist meine erste Online-Karte übrigens. Ja, eine coole Sache hier. Und jetzt da. Neu. Okay, wo muss man jetzt drücken? Ah, hier unten. Kann man auf OK drücken? Drücken wir mal auf OK. Spielen. Okay, das ist hier auf Englisch. Also man muss auch Englisch können bei diesem Spiel. Go to the teacher. Also gehen wir mal da los. Take Weapons. Travel to. Also wir sind hier auf einer Insel, wie es ausschaut. Und wir fahren jetzt mit einem Boot aufs Festland. Okay, weiter. Spielen. Ah, ein Gockelhahn. Drehe Angriffseffekte auf deiner Waffen und besiege deinen Gegner. Okay, hier müssen wir kämpfen, also ein Kampfspiel.